could still be Dorsey's hiding out in the city. How does it feel now? Dorsey's scum! Muss ich da lang? Ah, das sieht richtig aus. Dangerous for you, Marshals. Maybe I should go in there myself. Sheriff Daisy! Sheriff! Miss, please. I've had enough of this. Why won't you people do anything? Dorsey slipped right past the ones we've got. So, wen haben wir denn hier? Alter Gefängniswärter. How long is the sheriff going to be busy? As long as it takes, Miss Wesson. You know the trouble that's gone down. I do know. My family's in trouble right now. That's why it's so urgent. Darf ich ja alles klauen? 2 Medispritzen. Schloss knacken 4. Das haben wir leider nicht, oder? Schade. So. Ein Tisch. Guter Bulle, böser Bulle. Und eine schwingende Glühbirne. Ein Klassiker. Deputy Torres! My family's in the garden with those Dorseys. Ja, Lucia, ich rede ja schon mit dir. Marshals, finally. I was beginning to think you were never going to help. Ich bin aber gar kein Marshals. Hold on now. You aren't Marshals. Ganz genau, you sag look ich like doch. Ruffians. Are you here to see the sheriff? Wie rüffel. Well, I'm first. I've been waiting here on tenterhooks for an hour. Genau, was soll bitte Rüpel heißen? I forgive me. That was unkind. I am under considerable duress. My family has been kidnapped by those no good Dorseys and the Marshals will give me no answers about their situation. They won't even speak to me. I must know how the sheriff intends to rescue them and when. Na gut, die Marshals scheint zurzeit ganz schön überlastet zu sein. That may be. But my family is one of the leading families of Colorado Springs. We have been longtime allies of the Patriarch and supporters of all he stands for. Surely that should be given some consideration. Das stimmt, Abraxe. An einem Ort, wo man nackt zum Erfrieren an den Pranger gestellt wird, klingt nach einem super Ort, um den Sheriff zu berauben. Aber man muss fairerweise sagen, die Darcys, die da am Pranger stehen zum Erfrieren, haben Leute umgebracht. Das sind Mörder. Ich meine, aber zumindest ist das die Höchststrafe scheinbar hier in der Stadt, dass man zum Erfrieren nackt an den Pranger gestellt wird. Nicht nett, aber ja, okay. Ist hier irgendjemand, von dem du glaubst, dass er weniger Beachtung als du verdienst? Nein, das ist zu unhöflich. Wer bist du überhaupt? My name is Lucia Wesson. Daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the Hundred Families. But now they and my little brother have been kidnapped by those good-for-nothing Dorseys, and I fear for their lives. Kannst du uns mehr über die 100 Familien erzählen? We are the founding families of Colorado Springs, descended from the survivalists who came together after the deluge of fire and helped the Patriarch build a stronger Colorado. I'm proud to trace my lineage back before the war on both sides of my family. Was ist hier eigentlich los? Someone let the Dorseys into town. And the savages have taken my family hostage, along with a good many others, and retreated to the Garden of the Gods. I came here to demand that Sheriff Daisy immediately mount an expedition to save them, but her marshals keep putting me off. Wer sind die Dorseys?
No good traitors, that's what they are. Used to be 100 families, like us, but rotten. Backstabbers, every one of them. At least that's what my father says. They rebelled against the patriarch before I was born, and were driven from the city. I was always told they were dead and gone. It seems I was misinformed. Na gut, wir sind die Arizona Rangers. Wir kommen, um zu helfen. Well, you look capable enough, but I don't know you from Adam. Why, you might be robbers or bandits. No. Thanks all the same, but I think I'll continue to wait on the proper authorities. Frustrating though that may be. Sheriff Daisy, I will not leave until Deputy you speak Torres, to me. Please. You have to let me talk to the sheriff. Sheriff's busy, Miss Wesson. Miss Wesson, could you... I'm sorry. I have to talk to these folks. Sorry about that. Are you the Rangers? We were told to expect you. Sheriff Daisy's waiting for you in the back. Thanks, Torres. Anytime, Marshal Kwan. Das wird ihr da nicht gefallen, dass wir vorgelassen werden. Woran arbeitet ihr? Reports. Lots of reports. The Dorsey raid really tore up the town. Murder, looting, fires. They even attacked this station. Not that they got very far. It's been exhausting. Irgendwelche Ratschläge in Bezug auf den Umgang mit Darif Shazy? It's on the back of the box. Ja, nennt sie nicht Sheriff Darif Shazy, was? Mostly though, we do what Sheriff Daisy says. Ich glaube, ich habe die falsche Antwortoption genommen, oder? Ja, ich habe gerade gesagt, kannst du uns etwas über die Marshals erzählen? Aber gut, jetzt aber, was ist mit Darif Shazy so los? Don't blink. Die ganze Zeit werde ich mit der Rede nicht blinzeln. Warum hat die da irgendwas? Kriegt die einen epileptischen Anfall, wenn ich zu viel blinzel, oder was ist los? Na, von mir aus, ich versuch's. Thanks. If you've got any feedback, be sure to fill out a form. Du bist Sheriff Daisy, nehme ich an. Du siehst anders aus als die anderen. Der Sheriff ist eine statueske Frau mit graublonden Haaren und einem stählernen Lächeln. Well, now you must be the Rangers. I'm the sheriff around here, but you can call me Daisy. Old Saul tells me you're a bunch of badasses, and I ain't one to turn away a badass, especially at a time like this. I reckon you already heard all about the Dorsey raid, so I won't bore you with the details. Suffice it to say, we whooped 'em good. And the survivors are holed up in the Garden of the Gods with a bunch of hostages. Thing is, I lost a lot of marshals. My boys and girls are tired and beat up. You want to make some fast friends around here? You could go into the garden and speak to those Dorseys for us. Maybe find out how the hell they got into the city in the first place. And by speak... You mean shoot the everlasting shit out of them and save those hostages, right, boss? Kwan, I hear you're some fancy liaison now. Old Saul taking my people without even asking? How dare he? Ma'am, yes, ma'am. Ups, wollte ich nicht. Aber der ist ihr jetzt erst aufgefallen. Naja, okay, von mir aus. Na gut. Lucia Wesson will mit dir über die Rettung ihrer Familie aus der Hand der Dorseys reden. That girl? You think I ain't heard her yapping? But I got a couple of 50 other people yapping at me too. Tell you what though. Her people are 100 family folks from the fancy side of town, so they got some pull. You can do me a big favor. And kill 2 birds with 1 stone if you take little Miss Wesson with you when you go to save them. In fact, I'm gonna insist on it. I need that girl out of my hair. I'll let Lipinski know you're bringing her along. He won't let you into the garden without her. Don't worry. She knows which end of the gun the bullets come out of.
Go in there and kick some ass, Rangers. Okay, dokey, Miss Daisy. Wer bist du hier noch? Eine Kaffeemaschine? Die Marshalls müssen jeden Tag eine Menge Kaffee trinken. Das ist so bei Marshalls. Das ist wie Treibstoff bei denen, wie Benzin. Wenn denen der Kaffee ausgeht, dann bleiben die einfach stehen. Bewegen sich nicht mehr. I am the Miss Wesson she spoke of. Lucia Wesson, daughter of Percival Wesson and Maria Reyes of the Hundred Families. As Sheriff Daisy told you, they and some of our neighbors were taken hostage by the Dorseys, and I mean to free them. All of them. So, I am ready when you are. Okay. Sie ist quasi unsere erste Begleiterin. Na, stimmt ja nicht ganz, ne? Wir haben ja Marshall Known schon dabei. Unsere zweite Begleiterin. Sie fühlt sich aber irgendwie wie die erste richtige Begleiterin an, weil sie eine Story hat im Gegensatz zu Marshall Known, der einfach nur sagt, hey, ich gehöre zu euch und ich sag, okay, cool. Also, was ist denn eigentlich dieser Garten der Götter, von dem dauernd die Rede ist? Sheriff Daisy hat nichts davon gesagt. It's a project of the Ward family. A showcase for their know-how. They grow food there using the latest technologies. Colorado Springs leads the world in science. But there are plenty of places to hide in the garden. The Dorseys could be laying for us anywhere. We shall have to be cautious. Bevor wir irgendwo hingehen, reden wir zuerst über deine Kampferfahrung. Certainly. My father taught me to shoot almost before I could walk, and I'm the best shot in the city. Oh, it's true. She's a prodigy, all right. Also a pain in the ass. Aber hast du schon mal jemanden getötet? No. But I have hunted. There's no need to worry that I will be shy about pulling the trigger. I promise, strangers, if it is to save my family, I will not hesitate. Jetzt hätte ich gern Überleben 3. Verdammt. Na gut, hilft nix. Du bist dir sicher, dass du das nicht lieber den Profis überlassen willst? I know very little about you, strangers. And even if I trusted you as I would a friend, it is still my family who the Dorseys threaten. I must go. Du... Doch, okay, klar, komm mit. At last. Cool, neues Teammitglied. Schauen wir uns gleich mal an, was die für Fähigkeiten hat. Und was die so kann und hat und mag. Die hat einen riesigen Revolver mit einem ewig langen Lauf. Aber was sind so ihre Attribute und Fähigkeiten? Kondition, Glück, sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Intelligenz. Handfeuerwaffen, Waffenmodifizierung. Sehr gut. Tauschhandel und Überleben. Ein bisschen. Na gut. Aber sie ist sehr gut im Waffenmodifizieren. Das heißt, wen auch immer ich zum Waffenmodifizieren abgestellt habe. Hier. Das können wir vernachlässigen ab jetzt. Ich meine, die 2 Punkte ist ja egal, passt schon. Aber ab jetzt muss Basti nicht mehr Waffenmodifizieren lernen. Auch nicht schlecht. Würde ich fast sagen, oder? Er könnte auch schon ein bisschen Arsch kriechen, aber ich weiß nicht, ob wir ihn überhaupt großartig mitnehmen. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber gut, das ist schon mal gut. Stufe 4 Waffen modifizieren, nicht schlecht. Und Handfeuerwaffen tatsächlich. Was ziemlich gut ist, weil wir haben niemanden, der auf Handfeuerwaffen spezialisiert ist. Das heißt, da gibt es keine Konkurrenz. Aber wir können dir schon mal ein bisschen Rüstung geben. Hier zum Beispiel eine +3 Panzerung. Und das war's auch schon. Aber hey, immerhin. Kannst du jetzt muss ich mal ganz schnell, wenn ich jetzt hier drauf gehe und sage Waffe modifizieren, dann haben wir hier zum Beispiel tatsächlich einen spannungsfreier Lauf. Ach so, ein spannungsfreier Lauf. Und den kann ich jetzt hier anbringen. Da machen wir
mehr maximalen Schaden, aber weniger minimalen Schaden. Das heißt, die Schadensreichweite wird größer, die Schadensspanne wird größer, aber im Durchschnitt macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber wir kriegen auch Panzerungsdurchschlag plus 1. Mach ich mal. Warum nicht? Bestätigen. Jetzt müssen wir aber fast bei allen Charakteren mal die Waffen durchgehen, ob wir irgendwelche Mods haben, die wir da anbringen könnten. Ah ja, auch hier könnte ich das gleiche machen. Ja, warum denn nicht? Ist das jetzt wirklich bestätigt? Jetzt muss ich nochmal raufgehen, nur um zu überprüfen, ob das... Nee, eben. Es ist das gleiche Ding. Wie kriege ich denn das da wirklich drauf, dass es drauf bleibt? Da steht X bestätigen. Ach so, X bestätigen. Ich hatte schon wieder das PlayStation-Controller-Layout im Kopf und drückt dauernd A. X bestätigen. Na gut, dann kriegt er jetzt das Ding. Aber ansonsten haben wir offensichtlich keine Waffenmods. Auch nicht für Nahkampfwaffen? Fragezeichen. Auch nicht für Nahkampfwaffen? Ausrufezeichen. Naja, aber ist ja interessant und cool, dass wir so jemanden haben, der gut Waffen modden kann. Ein Buch, Brandys Tagebuch, Müll. Ein kleines Buch mit einer Reihe von Herzen und Dolchen auf dem Cover und dem Wort, das Tagebuch der schönen Brandy. Das I ist mit Herzen verziert. Okay. Garden of the Gods is just north of Market Square. Marshal Lupinski should be out front. Okay, da gehen wir auch gleich hin, aber erst schauen wir mal, was hier los ist. Bei den Cassidys. Consarn it! You Dorsey peckerheads, get on out of there! Hush up now, Josiah. You can't go in there alone. They'll kill you. You think I can't handle myself? I've put down worse than these in my time. Since when? You've been a shopkeeper all your life. Will you help me talk some sense into this old fool? If he goes after those Dorseys, he'll get himself killed. Was geht hier eigentlich vor sich? Some of those Dorsey bastards are hiding out in my shop. My shop. Finest clothing store in the whole dang town. So I'm going in after them. Dass die noch hier in mein... Was ist denn... Was machen denn die Marshals hier in der Stadt eigentlich? Ich meine, die haben sehr viel Papierkram zu erledigen, verstehe ich schon. Aber da sind noch quasi aktive Terroristen hier in der Stadt. Ich meine, come on. Ja, Waffen modifizieren ist immer gut, finde ich. Da kann man... Das ist immer nett. So, wieso bittet ihr nicht die Marschalls um Hilfe? Ganz genau, das, was ich gerade gesagt habe. They're too busy. Besides, a man should be able to protect his own shop. Warum überlässt du das nicht den Profis? Thank you. Keep an old man from killing himself, will you? Killing myself? Can't you pretend to have some faith in me, Martha? Especially in front of these soldier types? You do this, you'll get a nice discount at the shop. Assuming I still have a shop by the time it's all over. Ein Discount in seinem Shop.